Studierende erwarten, dass sie sich etwas mit Philosophie, überhaupt mit den Grundlagen der Wissenschaften beschäftigen. Und darum haben wir in unserer Vereinssatzung, und das sei eben nur noch erwähnt, die gesamte Universität bekommt eine Vereinsstruktur. Warum? Weil das die demokratischen Anforderungen einerseits des Hochschulgesetzes, des Hochschulrahmengesetzes am besten erfüllt und außerdem dann auch am besten dem Ansinnen von Sokrates gerecht wird, dass wir von vornherein ein sokratisches wissenschaftliches Unternehmen sind, dass wir dadurch durch die Vereinsstruktur auch die demokratische Struktur von vornherein sicherstellen. Und in unserer Vereinssatzung sind also auch bereits sämtliche Fakultäten vorgesehen. 12 Stück sollen es sein. Und gut, wenn wir schon uns mit dem Sokrates beschäftigen, dann sollten wir ruhig auch die damals geltenden heiligen Zahlen benutzen. Die erste Fakultät aber wird sein eine Grundlagenfakultät. In ihr wird die Philosophie, die Logik, die Wissenschaftstheorie und die Mathematik zu Hause sein. Und wir wollen von allen unseren Studenten erwarten, dass sie, wenn sie bei uns ein Examen machen, dass sie dann jedenfalls auch eine Prüfung in einem Fach der Grundlagenfakultät ablegen. Dadurch sollen sie in der Lage sein, auch fächerübergreifende Probleme in Angriff zu nehmen. Und ich denke, es ist ganz sicher, dass die großen Probleme, die wir heute in der Menschheit haben, muss ich schon sagen, in der ganzen Menschheit haben, dass das interdisziplinäre Probleme sind, die nicht von einer Disziplin allein gelöst werden können. Und darum wollen wir uns auch darum bemühen, interdisziplinäre Arbeitskreise einzurichten, um derartige Probleme, die sich im Zusammenleben der Menschen stellen, allerdings natürlich auch die wissenschaftlichen Probleme, die wir zuhauf haben, lösen zu können. Um vielleicht auch nur ein Beispiel anzugeben, die großen Probleme etwa in der Physik, in der theoretischen Physik, sind ja heute die Versuche, die Quantentheorie mit der allgemeinen Relativitätstheorie, mit der Gravitationstheorie zu verbinden. Und das können unmöglich heutzutage theoretische Physiker allein machen. Es müssen auch Wissenschaftstheoretiker dabei sein, es müssen Philosophen dabei sein, weil dies eine so große Aufgabe ist, tatsächlich eine Integration der verschiedenen Sichtweisen innerhalb der theoretischen Physik und überhaupt innerhalb der Naturwissenschaften bewältigen zu können, dass es also ein großes interdisziplinäres Programm sein muss, um diese Problemstellungen bearbeiten zu können. Das Gleiche gilt meinetwegen auch für die große Problemstellung der Arbeitslosigkeit oder die große Problemstellung der Energiebereitstellung für die Menschen auch in künftigen Zeiten. Und zwar so, dass wir mit der Erzeugung von Energie nicht unseren schönen Planeten gefährden, so gefährden, dass schließlich dann irgendwann kein Leben mehr darauf existieren kann. Das sind Problemstellungen, die alle nur interdisziplinär bearbeitet werden können. Und dafür wollen wir ein Beispiel setzen. Aber natürlich auch darüber hinaus, dass wir ja alle wissen, die Menschen werden immer älter. Sie verlieren aber mit 65 Jahren beileibe nicht ihre Leistungsfähigkeit. Im Gegenteil, ich sagte es schon ganz zu Anfang, ich habe mich, als ich pensioniert wurde, noch nie so leistungsfähig gefühlt wie zu dieser Zeit. Denn alle Professoren, die tatsächlich ihre Wissenschaftler und ihre lehrenden Aufgaben so auffassen, dass sie sich laufend auf dem Stand, dem neuesten Stand halten und sich laufend ebenfalls forschend mit den neuesten Problemstellungen beschäftigen, dann haben sie, wenn sie pensioniert sind, ein Wissen, was sie noch nie zuvor hatten, und deswegen haben sie die höchste Leistungsfähigkeit. Und die nun etwa aufs Altersteil zu schicken, das ist ein Schaden für die gesamte Gesellschaft, der gar nicht abzusehen ist. Und das gilt natürlich nicht nur etwa
für die akademischen Bereiche, das gilt ebenso für die vielen Bereiche der verschiedensten Berufe. Wir wollen damit auch ein Beispiel geben, dass wir durchaus noch nach der Pensionierung oder nach dem in den Ruhestand geschickt werden, Problemstellungen erarbeiten können, sodass wir nicht nur Renten oder Pensionen zu beziehen haben, sondern dass wir weiterhin Werte schaffen, Werte schöpfen können zum Wohl der Allgemeinheit. Und diesem Wohl der Allgemeinheit soll die zu gründende Sokrates-Universität im sokratischen Geiste natürlich dienen.